So, einen wunderhübschen guten Tag. Es ist Mittwoch und es geht weiter mit Part 39 mit Zelda Tears of the Kingdom. Gut. Mein Sohn wollte damit sagen, wir sind in Eldin und wir wollen Richtung Goronia weitergehen. Hallo, Link. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Okay. Ja, wir wollen weiter nach Richtung Goronia hochgehen und dementsprechend gucken, was rechts und links neben der Straße zu sehen, zu finden und ähnliches ist. Da man uns ja schon in den Stellen gesagt hat, dass dort ein neues Restaurant aufgemacht hat, werden wir das auch besuchen. So, dann wollen wir mal loslaufen. Ich war mir schon überlegen, ob ich mir noch Zelda dazu hole. Aber es war mir einfach zu viel, was man dort verlieren könnte. So, das aufgestellt. So, den Turm von Eldin haben wir ja schon gemacht. Das heißt, wir können Gott sei Dank sehen, wohin wir laufen, was wir tun, etc. und so weiter. Kümmert ihr euch drum? Danke. So, hier ist nix. Hat er denn Fleisch gedroppt? Jo. Ja. Dann nehmen wir gleich mit. Können wir gebrauchen. So, ein Schild. Ein Schild. Junobau stellt ein. Junobau? Dummster war ja, ist das schon klar. Aber Junobau? Okay. Und Löschechse. Ich muss unbedingt Löschechsen fangen. Wenn das wirklich so heiß sein soll in den Höhlen, brauche ich Löschechsen. Und das nicht zu wenige. Ja, und dann. Das ist ja auch neu, solche Geschichten, aber hier ist nichts zu finden. Da geht's hoch zu einem Lager. Will ich nicht hoch oder möchte ich nicht hoch? Wie man es auch nennen möchte. Haben wir von oben schon geguckt, da gibt es nicht viel zu sehen. So. Tulin, wenn du die jetzt verjagst, ich schieß dich zum Himmel. Sidon. Vier Löschechsen plus einmal Monsterzutat. Also fünf. Also vier
brauchen wir Minimum. Also einmal herstellen können wir schon. Wir brauchen aber noch mehr. Dass hier so viele Helme von den Dings rumliegen, ist echt komisch. Aber noch ist die Temperatur erträglich. Nix. Oh! Ja, das könnte mein Sohn recht haben. Jawohl. Magmarock. Und fotografiert. Ich habe nur da an diesem Pfeil gesehen. Ach, da ist noch ein Pfeil. Okay. Da ist noch ein Pfeil. Ah ja. Tschüss. Oh, da ist ein Schwein. Haben wir den schon markiert? Nö, haben wir noch nicht markiert. Aha, da geht eine Bahn entlang. Ist das denn hier der offizielle Weg da unten? Magmarock. Da liegen Platten rum. Oh, was hat der denn Lustiges auf? Eine schöne Truhe haben sie da, aber eine normale. Das mal. Das heißt, wir müssen sowieso an denen vorbei. Das ist richtig. Wenn wir die Story folgen wollen. Okay. Noch Unterlöschflügler oder? Blutflügler. Okay.
Oh. Was, der... Silberner, okay. Silberner Bockblind. Jetzt haben die denn komische Hörner da auf? Und die haben alle Ritterschilder. Habe ich das gerade richtig gesehen? Der hat wieder diesen... Ja, das sieht so aus, als ob die Ritterschilder im Anschlag hätten. Okay. Moin, moin. Francis Ford Coppola. Hallo, Cheffe, wie geht's dir? Zu Hause angekommen, deinen Sohn gut abgeholt? Erschrecken mich andauernd, wenn sie spawnen. Ja, ist doch super. Bist du denn noch deutlich später als ich rausgekommen? Was ist das denn? Ach, das muss dieses neue Restaurant sein. Lassen oder die sind noch nicht gespawnt? Eins von beiden. Ich brauche aber unbedingt noch. Unbedingt noch Löschechsen. Ups. Bergkirschkuh. Lülle, hab dich. Und tschüss. Oh, nein. Oh, Sidon. Oh. Wie es wohl läuft, was denn? Ja, alleine, bin ich alleine, alleine rein. Es wäre besser, wenn du jetzt nicht nach Coronia gehst. Why? Ja, alle Coronen bei Junobau auf der vollen Hautruppe und essen seltsame Steine. Die Dinge über die Vorkulte habe ich mich sofort auf dem Heimweg gemacht, okay. Okay. Was ist das hier? Oh. Ja, wenn du reingehst, wirst du geröstet. Hörst du geröstet? Okay. Ich dir nicht geben, das aber gerne den Topf verwenden. Okay. Schlemmsteine. Ist das hier eine heilende Quelle? Oder nur ein warmes Bad? Okay, gut. Dann versuchen wir doch mal unser Glück. Löschechse. 1, 2, 3, 4 in die Hand. So. Was nehmen wir denn dazu?
Fleischige Schwanz. Exal vorzeige wirklich die Wache. Okay, oh, das doch. Lecker kochen. Oh. 13 Minuten 10. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt noch mal falscher Knopf, rechte Seite. Oh, wir haben noch 3 Feen, okay. Blutlibelle erhöhen Körperlibelle und schützen die Wahrscheinlichkeit vor Kälte. Postlibelle, gekümmert und beziehen gegen Hitze erstellen. Das haben wir eine. Ja, Körperleuchten können wir ganz gut gebrauchen. Da müssten wir eigentlich uns auch nochmal was herstellen von denen auch, Klammerkröte. Weil selbst nasse Oberflächen 15 Spurtkröten haben wir genug. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir noch irgendwo Spurtechsen kriegen. Restaurant. Oh, das ging aber ganz flott mit dem Heißwerden. Hallo. Hier liegen, können wir nochmal gucken. Achtung, Achtung, Achtung. Geht aber die Anzeige ganz schön nach oben hin. Na, herzlichen Glückwunsch. Da werden wir uns noch Löschechsen ohne Ende sammeln müssen. Oh, warte mal. Das will ich jetzt ausprobieren. Bidon, kommst du mal mit? Bidon. So. Lauf nicht davon. Die kocht. Super. Bin mal gespannt, ob ich hier irgendwo eine feuerfeste Rüstung kriege. Oh. Ich habe die Löschechse nicht gesehen. Mist. Nekorudo, okay. Was hat der denn für Augen? Wie, die Schlammscheiben sind hier ausverkauft. Das ist der letzte. Was machen die eigentlich bei Juno Boy eigentlich den ganzen Tag? Die sollten gefälligst mehr Schlammsteine fördern. Das ist auch deine Arbeit. Okay. Kaufe ich Nachschub. Okay.
Also die Steine haben schon mal eine ganz komische Farbe. Schlammstein in aller Munde, von dem der Russisch schmeckt. Einfach meine Reise unterbrechen, leider ist ja lecker gewesen, gerade nirgends zu bekommen. Okay. Okay. Keine vernünftige Antwort. Hier mal so ein Gerippe raus. Klopfen den da hinten? Nein. Fels Rock haben wir nämlich auch noch nicht fotografiert. Räuberwolf haben wir schon. Oh. Ich denke, ich habe hier eine Schleichrüstung an. Wie viele Löschechsen haben wir denn jetzt? Falsch. 5 haben wir wieder. Ist gut. Können wir uns nochmal eine Brandschutzmedizin für 13 Minuten wohl machen? Weil die werden wir brauchen. Der sieht auch so. Eine Quest? Okay. Ein Sonau-Baustein? Ich weiß ja, ich hätte meinen Teller leer essen sollen. Ich möchte auch alles wieder gut machen, aber mit einem Schlemmstein kann ich nicht dienen. Würdest du auch das hier annehmen, damit du merkst, wie ein Objekt nach dem Katalysmus entdeckt wurde? Weißt du, es mag seltsam aussehen, dafür einen enormen Seltenheitswert. Okay. Wie du einmal angerührt hast. Was für eine Verschwendung. Einen neuen Schlammstein besorgen. Okay. Bin zu den Höhlen am Ende der Lorenschiene gegangen, um dann nur zu suchen, genauso wie du es gesagt hast. Gefährlichen Ort hältst doch kein Hylianer aus. Schön aufpassen. Nebenaufgabe. Okay. Oh, heiß. Das heißt, er möchte gerne einen Schlammstein haben. So, da wir ja eben gerade schon bei den
verloren waren. Da wissen wir ja schon, wo die Höhle ist. Aber ich hätte dann doch gerne mal gewusst, ob es noch irgendwo hier Klamotten gibt. Spatz. Okay. So, wegen Isolierrüstung etc. pp. Muss ich das komische Ding da auch fotografieren? Nein. Schon. Oh, halt doch nicht so. Ja, haben wir schon. So, ich werde dann wahrscheinlich offline nach Bock suchen, weil das ist ja hier. Der Kirsch, den haben wir schon fotografiert. Den haben wir schon gesprochen. So. Gut. Wir wissen, wie heiß es da drin wird. Und wir müssen dann einen Schlemmerstein besorgen. Jo. 1, 2, 3, 4. Zehn. Okay. So, dann haben wir 2x 13, 10. Er sagte eben, wenn man sich gut nass macht, wird es nicht so schlimm. Okay. Gut, dann mal los. Was erwartet uns in dieser Höhle? Lava. War ja klar. Steinsatz. Da kommen wir nicht rüber. Denke mal, dass wir es raus. Ich hab's mir doch beinahe gedacht. Nein, ich bin daneben gesprungen. Heiß. Ich sollte mal ganz schnell den Brandschutzmedizin trinken. Ach, der Major ist da hinten. Okay. Nicht reinfallen. Hä?
brauche noch ein paar Diamanten. 6 haben wir, okay. Bernstein. Braucht noch Diamanten. Nein, ein Blutmond? Och, bitte nicht. Muss das denn jetzt sein? Wenn des Blutmonds Licht die ganze Welt färbt, erwacht das Fleisch von Ungeheuern zu einem neuen Leben. Und ihr Hass ergießt sich über das Land. Wie gut, dass ich noch nicht viele abgeschlachtet habe hier oben. Okay. Ein paar Minuten Zeit haben wir hier noch. Was? Wieso ist der denn hier? Hätte ich es damit machen sollen? Super. Raketen, Hirschechse. Sag mal. Geht da hinten noch weiter oder ist das Schluss? Ne, Schluss. Oh, Leute, steht mir doch nicht im Weg rum. So, den Major haben wir gekriegt. Da jetzt worüber, ohne reinzufallen und ohne zu verbrennen, ja. Bleibt er jetzt hier liegen oder verschwindet er, wenn ich wieder reingehe? So, da ging es zum Majoi, da haben wir schon geguckt. Aber ansonsten gibt es ja hier nichts. Gut, dann haben wir die Höhle natürlich relativ kurzer Zeit erledigt gekriegt. Okay. Damit rennen, wenn ich damit rennen würde. Ey, wenn ihr mir die jetzt verjagt, die beiden. Essen.
Oh, das ist ein schlimmer Stein. Hey, du da. Ja, ich tausche ihn ein. Und so noch kann ich gut gebrauchen. Jo, die sind quitt, die sind fertig. Okay. Dann war es echt nicht schlimm. Oh, gerettet. Mhm. Okay. Dass die Felsen servieren. Zeitweilig unbegrenzt. Dankeschön. Eine unbekannte Tierart. Mhm. Ja, die Tümpfer sehr geeignet sind. Jo, mach's gut. See you later, Alligator. After Wild Crocodile. In Eastern, okay. Stein schmeckt. Muss ich vielleicht ein Feuerstein, da muss ich wissen, ich bereite hier das gereiften Feuerstein für seine. Der gereifte Feuerstein. Wie viele Feuersteine willst du mir geben? Die seltenen kann man natürlich vorkommen. Also ich würde mich freuen, wenn du mehr mitbringen würdest. Aha. Das ist jetzt eine Nebenaufgabe oder? Und was kriege ich jetzt für meine 20? Ist keine hübsche runde Zahl. Oh, finde ich eigentlich doch. Aha. Okay. Also ich habe die Quest immer noch nicht angenommen gekriegt oder wie darf ich das jetzt verstehen? So, wo geht's denn jetzt erstmal nach Goronia weiter? Ach, dann muss ich da wieder zurück, richtig? Okay. Dann gehen wir doch erstmal hoch zu dem Schrein und gucken nach, was bei dem Schrein ist. Dann kann ich mich nämlich wieder nach hier hin porten. Mal mitnehmen. Timavaka-Schrein. Was haben wir denn hier bei dem Timavaka-Schrein zu erwarten? So, reinlaufen, X drücken. Gegen den Strom. Okay. Ah ja, Wasser.
Soll ich jetzt da nur rüberlaufen oder was soll ich da machen? Das Beta oder Gamma? Egal was es gewesen ist, es hat nur kurz gelebt. Die Bogentasche ist voll. Oh, mal gucken, was wir hier leer machen können. 24er, 11er, 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 24, 11. Lass mit den liegen, nehmen wir den frisch mit. Sollte den dann aber nicht da liegen lassen. Sonst passt die Kugel nämlich nicht rein. Wo ist denn die Kugel? Oh. Eine gute Idee. Da kommt immer wieder große an. Okay. Nein. Den hätte ich gerne. Nein, ich springe auch noch rein. Nein. Super. Der war echt glorreich. Echt spitze. Nein! Nein! Wo ist die Kugel? Das Händchen. Danke. Hier war jetzt ja nichts mehr, oder? Oh Mann. Spring ich da in die Lava rein? Aha. Was ist jetzt hier los? Ich habe hier noch keine Truhe gesehen. Hat da jemand schon eine Truhe gesehen? Ich habe noch keine gesehen. Trinity. Nee, oder?
Super. Spitze. Sagen wir Schwein gehabt. Oh. 26er. Postschild, Flammenschild. Witziger will ich eigentlich nicht loswerden. Gut, Rostschild, Flammenschild. Flammenschild kann ich mir noch zusammenbauen. Nimmt er mich wieder mit? Hallo? So, Dille. So, die große Kunst wird jetzt sein, das so abzupassen, dass ich nicht da reinfalle. Uff. Ja. Der war gut. Gut. Oh. Ja, ziemlich warm. So, wo war jetzt der? Wenn jemand Löschechsen sieht, die ich nicht sehe, bitte in den Chat reinschreiben.
Was ist das denn? Oh nee, ich will zu meinem Freund Krog. So erschöpft, ich kann mich kaum bewegen. Dem sollte ich ihn auch. Ob das klappt, ich wage es zu bezweifeln. So, Daumen drücken. Oh. Ja. Super. Ich hätte nicht runterspringen sollen. Ist er überhaupt nicht hoch? Nein. Ach nein, nicht schon wieder. Ich will nicht mit dem reden. Ich weiß, dass er da oben ist. Ich will nur mein... Die Raketen sind jetzt verbraucht, oder? Lacht doch noch eine, oder? Zufällig noch eine rum. Das heißt, du hast nur insgesamt zwei Versuche, um da hochzukommen? Na super. Das ist ja mal ein super Fail. Reicht dir das? Ja. Jo, tschüssi. Ja. So hatte ich mir das eigentlich gedacht mit der...
goldene. Oh! Was war das denn? Noch ein Oktorok? Stehst noch auf? Opasse. Ein Rhodonit. Ein Bernstein. Was? Ist gar keine Höhle. Moment. Nicht, dass sie hier einen Krog mit reingebaut haben. Deswegen laufe ich nochmal ganz kurz zurück. Nee. Irgendwie so einen komischen Deckenkrog oder sowas. Bin ich denn hier jetzt gelandet? Südmine. Da bin ich schon. Echt? Übersehen. Drei. Hier. Was war das denn jetzt gerade? Was macht der denn? Sorry, aber den ignoriere ich mal eben gerade.
Feigzeug. Was? Sag mal, hättet ihr da nicht mal eingreifen können, ihr beiden? Ah, nehmen wir doch das Kurzschwert, auch wenn es bald kaputt geht. Temperatur im Auge behalten. Los, nicht auf geht's. Irgendwas sagt mir, ich sollte eigentlich nicht hier sein. Löschechsen, die lassen sich hier extrem einfach fangen. Gleicher Vorgang. Da war der Steinbeißer. Oder Wurm, oder wie auch immer. Loren. Wow. Nicht getroffen habe. Liegen diese Knochen rum. Bin ich jetzt auf dem Weg wieder nach Eldin? Da die Südmine. Okay. Ich habe sie gerade noch ein Windrad. Nicht mit diesen Schlemmsteinen gekommen wäre, wäre das niemals passiert. Wenn es weitergeht, sind wir mit den Südmieder ganz Junobobau. Aha. Ah, ja. Noch einer mit komischen Augen. Jäger? Was macht die denn hier? Oder der?
Also feuerfeste Kleidung in Gronia. Wie in Gronia? Nee. Ja, das hat er mir schon erzählt. Okay. Den haben wir schon drunten im Tal gefunden. Feuerstein. Okay. Ist das jetzt eine Wink des Schicksals, dass er jetzt hier direkt bei mir vor der Nase runterkommt, oder? Okay. Ich werde noch offline nach Cox suchen, weil das ist ja hier. Weil da oben drauf wird bestimmt einer sein. Nur ich kann mich dann wahrscheinlich nicht hochwarten. Ach, sind wir schon in Richtung Gronia da? Geht da schon den Goronen Ausführung? Hier war doch eine Garnison. Jetzt fließt hier Wasser. Also früher hat hier Lava geflossen. Dass hier oben drauf was liegt. Dass jetzt hier Wasser fließt. Die sind auch am Essen. Und haben den... Ja, ich aber nicht mit euch. Ach, die Corona ist immer noch da? Ich kenne dich schon aus BOTW. Bernstein, ja. Okay. Ah.
Oh. Er hat mich auch als, oder sie hat mich auch als Jäger erkannt. Okay. Einmal Feuertaube. Was, die liegt nicht weg? Also hier war in BOTW ziemlich viele Crocs drauf. Goronia, Schlucht von Eldi. Was ist denn hier los? Ach du grüne Neune. Was ist denn hier los? Preis 1000. Dann Junobus fördern, oder? Hey. Junobo? Geht's um die Schlemmsteinplatte hier, oder was? Ha. Schiff der Junobo-Bau. Okay. Was soll jetzt bitte schön das Problem hier sein? Macht die Basaltluken zu und hierher mit euch. Und zwar ein bisschen plötzlich, ja? Kennen wir uns nicht? Ja, wir kennen uns aus BOTW. Mitkriegt, dass es fast übersehen hätte. Krass gegenüber. Okay. Aber was ist mit dem denn los? Niemand am Nice? Wo? Was? Was? Okay. Auf wen baut denn ganz Goronia? Auf Junobau. Okay. Und wer ist Boss von Junobau? Junoboss. Mhm. Der Bludo war der Häuptling von den Goronen. Jetzt anscheinend nicht mehr. Verschwunden ist, woher kommt es, dass du noch nicht gefunden hast? Die hübsche blonde Federn erkennt man doch überall wieder, kein Zweifel. Federn? Haare?
Schlemmsteine? Welche Farbe wie die von der Frau, mit dem Juno-Boss für die Schlemmsteine verhandelt? Haben wir nicht gesehen. Okay. Also verzieh dich. Oh ja, scheint sich ja einiges verändert zu haben. Juno-Bordzentrale. Okay. Juno-Bo wurde als Charakter zu... Eine Menge an Schlemmsteine. Das ist hier die Übernachtung. Und statt Lava ist jetzt hier Wasser. Okay. Dieser Bludo. Okay. Oh. Ich nehme mal alles. Ah. Feuerfrucht. Was hat er denn da? 5. Oh. Ah. So, dann wollen wir mal gucken, wo wir hier die Kleidung kriegen, weil Kleidung ist wichtig. Ach, da oben ist der. Das ist die Schmiede. Oder was auch immer. Oh, was ist das denn? Das an. Oh! Und dann heilen wir uns doch mal ganz kostenlos, nicht?
Gott. Cleo. Ach, Cleo. Goropolis hieß. Okay. Recherche. Tada. Ein Ausdauercontainer. So, noch einen und dann haben wir die Runden voll. Das heißt noch vier. Königssitz. Ich sehe nichts. Wo bin ich denn hier? Hatte ich da eben gerade einen Krogkreis gesehen? Ist das richtig? Super. Was macht der hier? Nicht. Was macht der? Ehemals Königspalast. Sag mal. Gibst du hier einen Ärgern? Bock ist schon mal hier unten drunter nicht. Sonst will er nicht da mit dem... Ah, oh, du sollst den Körper darunter machen. Och Mann, ey. Wenn ich mal losfliegen will, dann will er erst einen Körper reinmachen. Dann geht's so lange einen Körper machen und es macht er keinen. Ja.
Guck mal. Echt spitze. Ich bin wieder bei der Herberge gelandet. Was soll die denn kosten? 1200. 700. Und 1400. Wow. Wow. Was sind die 700? 2-1. 2-1. 3-1. 3-3. Das komplette Set. Fürs komplette Set. Okay. Nee. Wo ist die Dame von Gerudo? Da ist die Dame von Gerudo. Noch 56, 58, 9 Rhodonit, 22 Leuchtsteine, 66. Muss ich dann nochmal zurück zu den Soras, um zu gucken, ob die da nicht Leuchtsteine gebrauchen können. Das komplette Set, dann kann mich jetzt nichts mehr großartig schocken. So, dann gehen wir nochmal hoch zu dem Schreini. Irgendwo muss ja auch noch die Junobo-Zentrale sein. Schreien denn jetzt? Ach, da oben. Da lief noch eine Löschechse her, ja, ich hab's gerade gesehen. Hat
Marak Guski Schrein. Okay. So, was erwartet es? Eine runde Sache. Maraguski-Schrein. Eine runde Sache. Eine runde Sache. Jetzt meine okay, also das hat mal nicht geklappt. Okay, da ich da sowieso runtergehen kann und wieder rauf, weil da eine Leiter ist, dann mache ich es mir doch einfach. Okay. Der bleibt liegen. Hä? Muss ich jetzt da was rüber transportieren oder was soll das jetzt? Habe ich noch nicht gesehen, oder? Nö. Ich habe noch nichts gesehen.
Da, Link. Nein! Okay. Guck, guck. Das war jetzt alles. Ich komme da nicht hoch. Was? Ein mächtiger mit 24. Da geht jetzt ein Elfer zu Boden. Und wir nehmen den mächtigen. Das jetzt hier. Kleiner Doofmann. Ich bin ein großer Doofmann. Hätte doch runterschmeißen können. Hm.
Nur der Ordnungkeit halber. Okay. Nummer 1. Brandgefahr. Mit Steine. Was ist das denn? Ja, mal ganz interessant. Kommt das denn hier hin? Und das, was ist das? Ein Eingang zum Untergrund? Ist ja eben verzeichnet. Mach das mal so, weil das ist ja ganz interessant. Ach, guck mal an. Hier gibt es noch einen Wagen zum Bauen. Wieso ist denn hier ein Wagen? Okay. Gut, mein Sohn hat hier bei Konto zugemacht. Okay. Ach, lass mich doch in Ruhe. Hinweise für julianische Arbeiter. Der Kontakt mit Miasma, der roten Substanz. Rissen im Bodenaustritt ist unbedingt zu vermeiden. Miasma berührt wird, dann zu entfernen, um sich zu erholen. Wird empfohlen, an der Oberfläche auszuruhen. Sonnenfleckchen nehmen wir gleich mit. Okay, aber hier rein kommt sie nicht. Aber da unten drunter ist irgendwas. Ein roter Rubin. Da liegt schon wieder so ein komisches... in so Fragment rum. Blutkraut. Das war auch noch fotografieren.
ich habe gedacht, hier wäre noch was, aber hier ist nichts mehr. Außerdem Magma. Nee, oder? Das war jetzt unheimlich schwer, ja. Tschüss. Arrivederci. Okay. Was? Da oben ist noch ein Schrein? Ja, ich denke mal, dass wir da auch noch rauf müssen. Oder wir finden hier unten irgendwo einen Einstieg. Dass hier überall diese komischen Knochenfragmente rumliegen. Ach. Jetzt hat einer das Auto wieder auseinandergebaut. Hat das gespeichert? Ja, es hat gespeichert. Schick. Losch. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Ah, ohne Worte. Ja, wo ich jetzt hierher laufe, das war alles früher mal Lava. Was? Was soll das denn? Schildschlittern mit Stahlplatten oder was soll das? Sicher gehen, dass hier oben kein Krog ist. Ich bin mal gespannt, wo es hier nach Hieropolis geht. Ich will zu meinem Freund Krog. Nein. Der denn da? Da ist noch ein Rumi. Eine
Dann würde ich doch einfach mal sagen, ich mache jetzt hier mal einen Stempel hin und du kannst noch warten. Wir machen einen kleinen Bogen in den... Wieder diese Knochen. Der Status der Lava. Oh, du kommst mit dem zurecht. Das war mir sowas von klar. Südhöhle an der Juno-Bau. Südhöhle an der Juno-Bau. Okay. Oh. Dann machen wir doch mal den ersten Test von dem Feuersachen. Der hat wieder so einen langen... könnt ihr euch mal um sich euch um den kümmern? Das mit dem Ding kaputt. Kriegen wir. Was ist das denn? What? Davon kann ich nicht mehr tragen? Was? Was? Ach, 999! Was ist das denn? Ja, da kann ich den ganzen Untergrund mit zukleistern. Ja.
999 Leuchtsamen. Super. Okay. Moment mal. Ist richtig verbunden? Nee. Okay. Sonst den. Den mit dabei. Haben wir noch einen hiervon? Ihr könnt mich jetzt für verrückt erklären, aber ich werde es tun. Was haben wir denn da schon? Flammenkopfschutz bei Hitze, Feuerangriff. Holla! Du kannst davon nicht mehr tragen. Für den Großen? Ne, für den Großen. Die Großen kann ich noch tragen. Die Kleinen kann ich nie mehr tragen. Oh. Diamanten, Steinsalz. Aber hier habe ich jetzt noch keine Majoi gesehen, oder? Da. Ist auch schon rum. Jo, wir machen das hier noch zu Ende und dann gibt's Abendessen. Ups, das wird nicht funktionieren. Oh, geil. Geil, sowas, wer sich sowas ausgedacht hat, der...
Wie gut, dass ich mir eine Ersatzbatterie gekauft habe. Kommen wir da auch mit raus? Nee. Nein. Schaffen wir nicht. Aber dass es hier keine zweite Höhle gibt. Gibt doch normalerweise immer ein Major. Also ich finde hier keinen, Eingang zu einer anderen Höhle. Okay. Nun gut. Dann komm du mal wieder zurück. So. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich weiß, dass ich gefangen bin. Gottlieb. Und wieder. Ah, den Holzpfeil nehmen wir mal mit. Holzpfeile kann ich nicht genug kriegen. Gut, mit diesem schönen Bild verabschiede ich mich aus Part 39. Es gibt viel zu erkunden. Wenn das hier Südmine ist oder Südeingang ist von dem Ding, dann wird es auch noch einen anderen Eingang geben. Gut, das können wir dann in einem anderen Part machen, Part 40. Und dann gehen wir mal gucken, was dieses Goronia oder Giga Goronia oder Goronia Plus, oder wie es genannt worden ist, wo wir das im Untergrund wahrscheinlich finden werden. Gut. Ja, deswegen, ich wünsche euch noch einen schönen Mittwoch. Part 40 wird dann wahrscheinlich dann morgen und 41 wird dann auch wahrscheinlich morgen kommen. Bin mal gespannt, echt, wie es hier weitergeht. Gut, ich raide euch zu Madame Rix hier rüber. Eine liebe, nette, grüßt sie mal für mir. Und dementsprechend einen schönen Abend. Und ich sag mal, tschüss, bis zum nächsten Mal. Raid geht raus.